man denkt ja immer, sowas trifft einen selber nicht und dann haut es einen natürlich aus den Latschen. Bei uns ist es schon eine ganze Weile Thema. Was ist, wenn Angelina vor uns geht? Bis zur Diagnose habe ich es eigentlich verweigert, das zu glauben, dass er irgendwas hat. Und das Leben kann trotzdem auch irgendwie schön sein mit so einem kranken Kind. Die Kletterburg ist nagelneu. Das Haus im Hintergrund ist frisch verputzt. Die Farbe riecht man noch. Das Kinderhaus Pusteblume in Burg im Spreewald eröffnet im Frühjahr 2020. Diese Menschen hier wollen wir näher kennenlernen. Eltern und Geschwister von schwerkranken Kindern. Sie wollen in Burg Kraft tanken, ihre Akkus wieder aufladen. Wie die Burdachs aus Grünheide. Seit 12 Jahren dreht sich im Alltag alles um die Pflege von Philipp. Philipp leidet von Geburt an einem seltenen Gendefekt. Erik, der große Bruder, fast 16 Jahre alt. Hier im Kinderhaus der Johanniter leben die Burdachs für 2 Wochen in einem Familienzimmer. Um Philipp kümmern sich erfahrene Pflegekräfte wie Schwester Sandra. Bitte schön. Das sag ich heute eigentlich. Ja, wirklich, ja. Als allererstes, wenn die Familien kommen, ist es tatsächlich so, dass wir erstmal abfragen, die Diagnose an sich natürlich, aber wie gehen sie mit ihrem Kind um, was machen sie? Die Eltern haben natürlich ja so ihren eigenen Rhythmus und ihren Alltag gefunden. Und unsere Aufgabe ist es, diesen zu übernehmen und uns dem anzupassen. Ja, und es genauso zu tun, wie die Eltern es tun. Denn erst dann können sie richtig runterfahren und entspannen. Wenn sie sehen, oh, die geht ja wirklich mit meinem Kind so um, so hätte ich es auch gemacht, dann ist die Vertrauensbasis da. Und erst dann haben sie die Ruhe, sozusagen loszugehen. Ja, das habe ich tatsächlich auch jetzt mit dem Jungen, der da ist, mit dem Philipp und der Mama so gemacht. Wir sind also 4 Tage lang jeden Tag spazieren gegangen, 1 Stunde, und haben uns ausgetauscht über viele Dinge. Und ich habe immer gesagt, sagen Sie, wie Sie es möchten und wie es Ihnen recht ist und wie weit Sie eingreifen möchten oder was ich tun soll oder was ich übernehmen soll. Und ich glaube, das ist eine extrem gute Basis, zusammenzuarbeiten. Die Pfleger und Schwestern sind spezialisiert auf Palliative, also schmerzlindernde Pflege. Werden Ergotherapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten gebraucht, dann kommen die aus der näheren Umgebung direkt ins Haus. Nicht gefallen, dass wir das gemacht haben. So. Gut. Im Kinderzimmer zu Hause bei Familie Gassern in Forst in der Lausitz. Angelina ist mehrfach schwerstbehindert seit ihrer Geburt. Oh. 1, 2, hops. Seit fast 18 Jahren wird sie von ihrer Mutter Melanie gepflegt. Also der Aufwand ist schon gleich geblieben, bloß dass sie früher halt leichter war und noch nicht so krumm und störrisch und zickig zwischendurch. Pubertät merkt man ja auch bei ihr so ein bisschen. Ja. Man kennt die Handgriffe, man macht sie. Und ihr Lächeln macht alle Mühe wieder weg. Nee? Ja, beim normalen Kind, ja, ist das alles in 10 Minuten fertig. Bisher hatten die Gassans noch nie die Möglichkeit, mal einige Tage am Stück voneinander Abstand zu bekommen. Nun ist geplant, dass Angelina jedes zweite Wochenende in einer Wohngruppe in Burg betreut wird.
Im Kinderhospiz in Burg ist Daniela Konzak die Hausleiterin und Pflegedienstleiterin. Als Chefin möchte sie so nah wie möglich bei den Familien sein. Vor allem beim ersten Rundgang. Wir haben die Besonderheit, dass unter dem Dach des Kinderhauses auch nicht nur das Kinder- und Jugendhospiz untergebracht ist, sondern eben auch eine ambulant betreute Wohngruppe. Und auf diese Kombination sind wir ganz, ganz stolz, weil diese gibt es nicht nur nicht in Brandenburg, sondern die gibt es auch ganz deutschlandweit gar nicht. Doc, einmal rumdrehen. Das Team vom Kinderhaus braucht noch Verstärkung. Denn für Kinder wie Philipp sind am Tag 3 Pflegekräfte notwendig. Die anstrengende Betreuung der unheilbar kranken Kinder erleben sie trotzdem als Bereicherung. Was mich tatsächlich sehr fasziniert an dieser Arbeit ist, dass man hier so ein bisschen wieder so auf die grundsätzlichen Dinge des Lebens runtergebrochen wird. Denn viele Kinder können gar nicht sprechen, sie lautieren nur. Und Mimik, Gestik und alle unsere 5 Sinne, sehen, hören, fühlen, schmecken, spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und ich finde es einfach toll, dass man mit einem einfachen mal die Hand reichen und wenn der Junge dann die Hand nimmt, das ist so ein tolles Gefühl. Oder wenn er einen anlächelt oder richtig lacht. Und darauf muss man achten, auf diese kleinen Zeichen, die gehen manchmal im Alltag ganz schön unter. Und hier wird man wieder, werden die Sinne dafür wieder geschärft. Jeden zweiten Freitag fährt Melanie Gassan ihre Tochter Angelina nun also von Forst nach Burg ins Kinderhaus Pusteblume. 60 Kilometer Landstraße, hin und zurück. Angelina bleibt das ganze Wochenende hier. Zuerst kümmert sich Sozialpädagogin Anja Kerschek um sie. Man kennt sich. Da? Das ist aber schön. Die Verabschiedung zieht sich in die Länge. Das Loslassen fällt Melanie Gassan noch schwer. Bau keinen Scheiß, bringt er mich noch raus, Lina? Melanie Gassan weiß inzwischen, dass es nicht verantwortungslos, sondern nützlich ist, sich zeitlich und räumlich voneinander zu trennen. Also man vergisst sich ja selbst als Mensch irgendwann. Man funktioniert nur noch fürs kranke Kind und man vergisst sich selber. Und das habe ich durch meinen Freund gelernt, die eigenen Bedürfnisse auch wieder vorne anzustellen und nicht ganz hinten. Während die Mutter ihre freie Zeit genießen lernt, wird Tochter Angelina rund um die Uhr versorgt. Familie Burdach lernt Angelina kennen. Diese Begegnung mit anderen Schicksalen gehört zum Konzept des Kinderhauses. Auch Burdachs werden vielleicht irgendwann einmal Philipp allein hier lassen. Noch stehen die kranken Kinder im Mittelpunkt und Geschwister wie Erik häufig hinten an. Er kennt es nicht anders. Also man muss natürlich das Priorität alles an ihn anpassen. Und das merke ich natürlich auch, aber ich bin damit aufgewachsen und es war noch nie ein Problem, irgendwie in der Schule oder im Freundeskreis. Ich hatte auch noch nie das Gefühl, dass ich irgendwie zurückgesetzt wurde oder so. Ja, warte ich noch einen Moment. Nicht schlimm. So. Noch scheint es ungewohnt für die Familie, dass sich jemand anderes um Philipp kümmert. Die Pflege für Philipp bringen wir halt in Gänze, also wir nutzen bis dato keinen ambulanten Pflegedienst oder ähnliches, sondern stemmen das als Familie sozusagen allein. Und diese Einrichtungen sind halt für uns die Möglichkeit, aus diesem Alltagsgeschäft herauszukommen,
so ein Stück weit den Philipp auch abgeben zu können, aber trotzdem ja, an einem Ort zu verweilen und in irgendeiner Form für uns Möglichkeiten zu schaffen, uns frei zu machen. Also, dass ich gemeinsam mit meiner Frau und dem Erik als Geschwisterkind ziemlich simple Unternehmungen wahrnehmen kann und zu Hause so im laufenden Betrieb nicht möglich wären. Das Boot haben sie schon lange. Doch viel zu selten können Vater und Sohn gemeinsam Zeit verbringen. Schön ist halt hier natürlich, dass man die Dinge halt kombinieren kann. Ne? Also man hat halt einerseits den Aufenthalt und andererseits kann man dann halt auch in dem Moment seinen Hobbys frönen. In dem Zuge paddeln gehen und kann sich aufs Rad schwingen oder fußläufig irgendwo, weil die Dinge relativ nahläufig sind. Also eigentlich beste Voraussetzung hat, die Sachen dann zu kombinieren. Ne? Also. Nadine Bodach hat im Hobbyraum des Kinderhauses einen Rückzugsort gefunden. Also ich habe hier Zeit für mich, merke das, dass ich den Freiraum habe, mich hier entspannen kann und ja, einfach die Seele baumeln lassen kann und nicht immer im Hinterkopf habe, auch jetzt braucht Philipp die und die Versorgung, sondern kann einfach für mich die Zeit davon rinnen lassen, also ohne dass ich irgendjemanden versorgen muss und Rücksicht nehmen muss und ja. Wir sind jetzt schon seit vorletzte Woche Montag da, also schon über eine Woche und also wir sind beeindruckt vom ganzen Haus erstmal und wie die Pflege abläuft, wir sind alle sehr fürsorglich und kümmern sich um uns und fragen nach, was einem fehlt und sind halt auch froh, wenn wir Feedback geben, was noch fehlt im Haus. Unter anderem halt auch die Lätzchen habe ich kurzerhand hier Stoffe bestellt. Pusteblumenstoffe, also hier sind überall kleine Pusteblumen drauf, habe ich verschiedene Stoffe bestellt und nähe jetzt hier fürs Haus die Lätzchen. Die spenden wir dann hierher. So sieht man immer was, wenn man wiederkommt. Ach, da ist was von mir. Sie waren spazieren, paddeln, haben genäht und geschwatzt und hatten Glück mit dem Wetter. Der kleine Milo ist mit seiner Mutter Anne Töpfer aus Forst angereist. Der Milo hat einen sehr seltenen Gendefekt, der heißt partielle Trisomie 12p. Ja, ist wohl sehr, sehr selten, gibt es den auf der Welt. Ja, er ist hochgradig geistig behindert, hat eine körperliche Behinderung, er spricht nicht. Ja, so ist das. Krampfanfälle gelegentlich, solche Sachen. Ein unberechenbarer kleiner Wildfang. Der Helm kommt nur ab, wenn sicher ist, dass er sich nicht selbst verletzen kann. Mama! Hast du auch ein bisschen Käse? Wie bei Angelina und Philipp bekommt auch Milo eine Pflegerin an seine Seite, Schwester Stefanie. Sie ist jetzt ganz und gar für beide da. Also ich würde dann jetzt mit Milo gehen, mit ihm frisch machen und dann würde ich mit ihm ins nächste Raum gehen. Genau. Ist das okay für Sie? Machen Sie noch die Windel frisch und eine kurze Hose, das Ganze okay. Anziehen. Machen wir. Okay. Gut, und dann treffen wir uns dann. Alles hier. Klar. Okay. Was ist los? Ne?
Eine neue Erfahrung, ein Spaziergang ohne Mutter. Milo ist jetzt 7 Jahre alt. Also wir sind wirklich 7 Jahre lang 24 Stunden immer zusammen. Und das wäre jetzt die erste Situation, wo wir beide lernen müssen, uns voneinander zu trennen. Und zu Hause sind wir mal zusammen nach der Arbeit oder nach der Kita sind wir zusammen. Nachts dann zusammen. Also wir sind immer bisher zusammen gewesen. Nie getrennt. Es gab nie ein Oma-Opa-Wochenende mal, wo er geschlafen hat. Ja, und das wäre jetzt die erste Situation oder das erste Mal, dass wir für längere Zeit mal getrennt wären. Könnten. Dass das Kind hier betreut wird, tut auch den Eltern gut. Die jahrelange und permanente Pflege übersteigt oft ihre Kräfte. Sie sind dankbar für jede Minute, in der sie durch die Schwestern und Pfleger entlastet werden. Ich merke langsam, dass ich an meine Grenzen komme, dass ich immer wieder so, ach so, eben gesundheitlich auch und schlecht gelaunt bin und schnell aggressiv. Und deswegen dachte ich, jetzt muss eine Reißleine ziehen und mir irgendwas suchen, dass ich mal eine längere Phase für mich habe, eine Ausruhphase. Sommer 2020. 3 Monate sind seit der Eröffnung vergangen. Milos Mutter lernt Franz und Yvonne Lehmann aus Finsterwalde kennen. Mutter Yvonne ist wegen Max im Kinderhaus, dem 10-jährigen großen Sohn. Der Max war eigentlich bis zum 5., 6. Lebensjahr im Grunde ein gesundes Kind. Plötzlich machte sich bei ihm ein unheilbarer genetischer Defekt bemerkbar. Und irgendwann war eben der Zeitpunkt da, wo im Gehirn eben angefangen haben, die Gehirnzellen im Kleinhirn abzusterben. Und somit hat er eben alle motorischen Fähigkeiten verloren, die er die ersten 5, 6 Jahre in seinem Leben aufgebaut hat. Seither dreht sich der Alltag bei den Lehmanns hauptsächlich um Max. Max hat im letzten Jahr extrem abgebaut. Bis März hat er noch die Schule besucht und dann ging es wirklich sehr, sehr schnell. Wir hatten ganz oft die Situation, dass wir dachten, er schläft ein oder er geht von uns. Und wir konnten das Ruder noch mal rumreißen und konnten ihn noch mal stabilisieren und haben ihm jetzt fast ein Jahr noch mal geschenkt bekommen, was wir auch sehr genießen. Und da denken wir nicht mehr nach. Also wir wissen, wie es letztes Jahr war und wir sind dankbar darüber, dass es dieses Jahr noch so gut ist, für uns gut ist, obwohl es natürlich nicht mehr so ist, wie es mal war. Und wir wissen, wir haben ihn nicht lange und sind halt dankbar über jeden Tag, den wir haben und dem es ihm auch gut geht. Geschwisterkinder wie Franz, die gesund sind, werden hier im Kinderhaus Pusteblume genauso beachtet. Oft steht auch Franz im Schatten seines kranken Bruders. Ich nenne sie ungern Schattenkinder, weil für mich sind es eher die Sonnenkinder, weil das ganz, ganz besondere Kinder sind. Und wir können uns diese Kinder hier zusammennehmen. Wir können Geschwistergruppen bilden und die Geschwister in den Mittelpunkt stellen, was sie sonst vielleicht im häuslichen Umfeld so nicht mehr erfahren. Wir haben den Geschwisterclub Bärenbande bei uns hier im Haus. Und wir bieten den Geschwisterkindern also mehrmals im Jahr auch besondere Fahrten an. Wir übernachten auch mal in Zippi-Zelten oder gehen einfach mal ins Jump-Haus. Also bieten etwas ganz Besonderes, was die Familie im häuslichen Umfeld so zum Teil nicht mehr leisten kann. Der gesunde Franz hat in diesen Wochen keine große Auswahl an anderen Spielkameraden. Völlig unbefangen spielt er mit den kranken Kindern wie Milo. Die Mütter entwickeln neben ihrem pflegerischen Know-how noch die Fähigkeit, als Managerinnen für die Kinder zu agieren. Also das ist schon schwierig. Das ist eine Anstrengung, das ist ein Kampf mit der Krankenkasse, sich da auseinanderzusetzen. Dass die das genehmigen. Wir haben jetzt einen Rollstuhl beantragt. Das läuft jetzt ein halbes Jahr, dass noch keine Genehmigung gekriegt. Der Buggy wird demnächst so klein. Er ist schon 3-mal umgefallen mit dem Buggy. Also da ist Verhandlungsgeschick und also da ist es anstrengend.
Bei uns ist ja so, dass der Max eine fortschreitende Krankheit hat. Das heißt, es wird halt immer schlechter. Und das letzte Mal war im Januar bei uns der MDK 2019. Und wenn wir jetzt Hilfsmittel beantragen, dann wird immer nach dem Gutachten von 2019 geguckt, wo der Max ja natürlich noch viele Sachen anders konnte oder konnte. Und dann wird es erstmal abgelehnt und wir müssen immer wieder begründen. Unsere Ärzte müssen immer wieder neue Gutachten erstellen, neue Begründungen schreiben. Und es dauert wirklich in der Regel 4, 5, 6 Monate, bis dann mal ein Hilfsmittel für uns dann zur Verfügung steht. Und dann können wir es oft gar nicht mehr nutzen, weil in der Zeit sich natürlich auch wieder viele Sachen verschlechtert haben. Der quirlige Franz sorgt in solchen Situationen häufig für Ablenkung. Der Franz, der entschärft ganz viele Situationen. Der macht eben das den ganzen Lebensalltag oder er macht halt die Familie irgendwo ein Stück weit normal. Er wächst mit dem Max auf. Der kennt den Max halt nicht anders, so wie er jetzt ist halt. Aber man hat eben durch den Franz halt noch ein Stück Familienleben. Ansonsten ja, Partnerschaft. Ja, ist halt schwierig, irgendwo auch noch ein Paar zu bleiben. Also man ist ja in erster Linie Eltern und Pfleger in dem Sinne. Und gerade wenn so ganz schwierige Situationen sind, lebt halt jeder so in seiner eigenen Welt und versucht das jeder mit sich irgendwie selber auszumachen. Wir reden auch nicht über das, was kommt. Wir wissen, was kommt. Wir wissen, dass in Notsituationen kann ich mich auf meinen Mann verlassen. Da ist er da, da nimmt er mir ganz viel ab. Dass ich in dem Moment halt nur Mutter sein brauche und er sich quasi um den Notfall kümmert und ich einfach nur da sein brauche. Aber ja, im Moment leben wir im Hier und Jetzt. Die Kraft und Unterstützung durch den Partner ist auch für Angelinas Mutter wichtig. Ihr Lebensgefährte hat für Angelina dieses Fahrrad konstruiert. Endlich mal ein bisschen schneller unterwegs als in Rolli-Geschwindigkeit. Ja, die Frage stellt man sich immer wieder, auch jetzt noch, warum gerade ich? Warum habe ich ein behindertes Kind? Was habe ich falsch gemacht, dass ich in dem Sinne bestraft werde? Weil so ein behindertes Kind ist ja auch eine Lebensaufgabe. Andere ziehen mit 16, 17 in ein anderes Bundesland, weil sie da eine Lehre anfangen. Und wir haben sie eigentlich für immer zu Hause und pflegen sie und müssen den Alltag eigentlich nach ihr strukturieren. Viele betroffene Eltern machen sich solche Selbstvorwürfe, grübeln darüber nach, ob sie eine Mitschuld am Schicksal ihrer Kinder tragen. Einmal Magda, lass dir schmecken. In Burg, im Kinderhaus Pusteblume, gibt es darum auch psychologischen Beistand. Sie sind ja schon ganz lange, werden schon ganz lange über die Johanniter betreut. Ja. Sie haben so eine längere Geschichte schon. Hm. Ja. Ist das Ihr erster Aufenthalt im Hospiz? Nein. Im letzten Jahr waren wir schon 3-mal in Leipzig. Im Bärenherz? Genau. Schön, freue ich mich. Also es ist ja auch gut, dass Sie sozusagen dieses Angebot, dieses Hospizangebot, was man ja hat, dass Sie das gut nutzen. Wie in jedem Hospiz gibt es auch hier einen Raum der Stille. Ich mache mal das Licht an. Die Gestaltung des Raumes soll nicht ablenken, dass man sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Das ist praktisch ein Ort eigentlich für alle. Kann dazu dienen, dass man sich besinnt, zur Ruhe kommt, um wirklich mal abzuschalten, um runterzukommen. Hier kann gebetet werden, meditiert werden. Und natürlich ist dieser Raum auch dazu da, um sich von dem Kind zu verabschieden, dass man diesen Raum für sich nutzt als Rückzugsmöglichkeit, wenn der Fall eingetreten ist, dass das Kind verstorben ist und dass sie hier diesen Raum für sich als Familie nutzen können, um untereinander und beieinander zu sein. Der Gedanke an das Ende ist ihr nicht neu. Ihre Vorstellungen von der Stunde des Abschieds von Max haben sich durch das Erleben im Kinderhaus verändert. Also
Wir möchten natürlich, dass Max bei uns einschläft, also dass entweder zu Hause, aber mittlerweile kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich dann auch die letzten Tage mit ihm hier verbringe und auch dann hinterher noch ein paar Tage mit ihm hier bleibe. Eben, das hat ja auch immer mit dem Trauerprozess zu tun. Es gibt ja bei Kindern auch die Möglichkeit, dass sie auch noch mal ein paar Stunden oder ein, zwei Tage zu Hause bleiben oder hier bleiben, dass man eben die Möglichkeit hat, sich zu verabschieden oder eben Familienangehörige vielleicht dann auch herkommen können, sich verabschieden und dass man einfach so ein bisschen aufgefangen wird und erstmal so ein bisschen in so eine Art Schutzraum. Also das sehe ich auch hier mit diesem Hospiz oder auch, das war auch in Leipzig so, als wir immer wieder diese Thematiken hatten. Ich fand es eigentlich ganz gut zu sagen, ich ziehe mich dann hier in diesen Schutzraum zurück. Max geht in Frieden und ich habe hinterher noch die Zeit, das zu verarbeiten ein Stück weit und bin hier so ein bisschen unter so einer Glocke und von außen kann keiner so an mich ran und hier wird sich aber um mich gekümmert, als wenn ich dann zu Hause sitze. Ich mag die Geräusche. Auch Angelinas Mutter hat sich genau überlegt, wie es einmal sein wird, wenn die Tochter gehen muss. Ab in Schatten. Also ich persönlich möchte gern, wenn es soweit ist, mal eine Seebestattung für die Angelina. Ich habe mich damit lange auseinandergesetzt. Ich weiß, dass diese Ohren, die dann ins Wasser gelassen werden, die lösen sich irgendwann auf. Und dann ist so meine Vorstellung, dass sie dann oder dass die Asche in jedes Meer schwimmt, was sie jetzt zu Lebzeiten nie besuchen kann. Und das ist so, ja, ein Wunsch von mir, dass sie denn in die Welt hinausreist und das sehen kann. Philipp und seine Familie sind wieder zu Hause in Grünheide. An die Zeit in Burg denken sie gern zurück. Die Tage dort haben ihnen neue Impulse für den anstrengenden Alltag gegeben. Wir waren zufrieden. Die haben sich alle super auf Philipp eingestellt. Haben für uns immer ein offenes Ohr gehabt und war immer ein lockeres Gespräch und ja, wenn man Redebedarf hat, konnte man immer kommen. Aber das Wichtigste ist ja halt, dass Philipp gut betreut ist. Und da haben sie sich alle wirklich gut drauf eingestellt, auf ihn. Also. Bundesweit gibt es keine vergleichbare Einrichtung wie das Kinderhaus Pusteblume in Burg. Passt perfekt. So, Max. Nur hier können schwerkranke Kinder und Jugendliche ambulant und stationär betreut werden. Während ihre Eltern und Geschwister lernen, aufzutanken und loszulassen. Ja.